Auf einer Tour kann man nicht immer alles planen. Und gerade wenn man zu Erholungszwecken unterwegs ist, will man auch gar nicht alles planen, sondern vielleicht einmal flexibel sein. Durchgang verboten. Dass sowas auch schief gehen und insgesamt trotzdem eine schöne Tour sein kann, das siehst du in diesem Video. Wir stehen da in Meierling und wollen heute gehen auf eine Regenerationstour, nämlich auf die Bischofsmütze. Da entschuldige ich mich gleich mal bei allen, die das gefunden haben über den Suchbegriff Bischofsmütze. Wir werden nicht die Bischofsmütze im Dachsteingebiet, sondern wir werden die Bischofsmütze in Niederösterreich in der Nähe von Alland. Ja, trotzdem dranbleiben ist eine wunderschöne Tour, die wir heute einmal zu Entspannungszwecken gehen. Genau vor uns, das ist die Bischofsmütze. Aha. Schaut nicht aus wie ein Bischof. Ja, oh ja, doch, der Felsen, ne? Ist damit gemeint. Der arme Bello hat sich ja am Weitwanderweg Kremstal-Donau eine böse Blase eingefangen. Aber leider das Pflaster nicht vertragen und damit sich eine kleine allergische Reaktion und ein Ekzem eingefangen. Damit war dann plötzlich der ganze Fuß wund. Und da haben wir uns einen Berg ausgesucht, ganz in der Nähe, mit einer schönen Aussicht. Und außerdem war da der Bello noch nie. Lacht euch von der kargen Landschaft im Vorfrühling nicht täuschen. Der Berg liegt abseits markierter Wege und ist zu jeder Jahreszeit ein lohnendes und für den Wienerwald vergleichsweise einsames Gipfelziel. Schau, was für ein auffälliges Schild. Ja. Weißt du, warum das so auffällig da steht? Ja. Weil man von da drüben rauskommt aus dem Wald, wenn man zu Tal steigt. Die Wiese ist so produktiv, dass man das gar nicht bemerkt, dass da der Weg verläuft, gell? Na, sehr sitzfreundlich ist das nicht, das Bankerl. Nein, wir haben schon schlechtere Sitzbankerl gehabt. Ja, gar keine. Für eine Regenerationstour sollte man das Hauptziel immer relativ nah an den Anfang legen. Auch bei einem frühzeitigen Abbruch hat man so ein schönes Erlebnis. Wenn ihr selber zu Regenerationszwecken unterwegs sein wollt, dann achtet auf einen angenehmen und abwechslungsreichen Untergrund. Ihr wollt euren Körper ja wieder behutsam an möglichst vielfältige Belastungen heranführen. Falls ihr echte Rehabilitation braucht, solltet ihr sowieso immer professionelle medizinische Betreuung in Anspruch nehmen. Ansonsten plant euer erstes Ziel aber auch nicht zu nahe, damit ihr zumindest in den Fluss einer echten Wanderung kommt. Schau, bei diesem auffälligen Bankerl da muss man jetzt abzweigen. Der letzte Anstieg auf die Bischofsmütze ist unmarkiert, aber nicht schwierig und auf gut erkennbarem Pfad. Selbst an einem schönen Sonntagvormittag begegnet euch auf dieser Tour kaum jemand und erst recht nicht auf dem letzten Gipfelanstieg, obwohl er leicht zu finden ist. Bello, steh! Ja. Da geht's weiter. Auf dem felsigen Rücken wachsen durch den trockenen Standort überwiegend Schwarzkiefer und Pflaumeichen und es wirkt überraschend alpin. Die Tour ist aber auch für Kinder sehr gut geeignet. Diese furchterregende Passage ist am einfachsten mit einem beherzten Schritt zu erreichen. Bischofsmütze in 514 Meter Seehöhe. Ja, das gehört auch zu einer Regenerationstour dazu, dass man tatsächlich was davon hat, wenn man da raufgeht. Ja, ja. Ja, das ist ein Bankerl, ein ganz ein hochoffizielles. Geht wirklich ordentlich hoch, da kann man mit einem Fehltritt tödlich abschürzen. Da sieht man zum Hocheck noch hin. Da ist noch ein ganz kleines bisschen Schnee drauf.
Schau da, wie viele Dindeln da sind. Ja, Wahnsinn. Weißt du, was dieser dunkle Bergrücken da ist? Nein. Das ist der Lindkogel, der hohe. Mhm. Das ist ein Bergrücken mit einem Knubbel drauf oben. Das ist der Sender beim Anhänger. Bereust das nicht, dass du hierher gekommen bist, ne? Nein. Ja. Ja, und das Gute ist auf so einer Tour, jetzt hat man schon mal ein Gipfelziel erreicht und jetzt ist man sehr flexibel in der Gestaltung der weiteren Wanderung. Für dich gut, Herrgott. Da braucht man lange Haxen. Dann schaut's, es ist auch alles ein bisschen locker. Das heißt, es ist gar nicht so verlässlich, da überall drauf zu steigen. Weißt du, ich habe in den Schuh keinen Halt. Ja, das ist schlecht, muss dann vielleicht neu binden, den Schuh. Genau deswegen haben wir das ausgesucht, damit wir da ein wunderschönes Erlebnis haben. Da müssen wir da jetzt ja auch keine Expedition draus machen. Ne? Ja, korrekt, gerade der Abstieg da weiter. Jetzt sind wir aber neugierig und schauen da drüben mal, ob es noch einen Aussichtspunkt gibt. Aha. Nicht viel Aussicht ist da nicht. Dieser Abstieg war nicht besonders gescheit, weil sie die Steigspuren zusehends verlieren. Heute zeige ich also lieber an den Aufstiegsweg. Schönes Handel. Das ist der Dirndl-Erlebnisweg. Aber wir sind gut wieder herunter. Das ist aber arg zugiges Bankerl, da wollen wir nicht sitzen, oder? Nee. Von da hinten sind wir gekommen. Diesen Abstiegsweg könnte man wählen, wenn wir schon genug haben. Oder wir können natürlich da auch dem gelben Pfeil folgen. Eine sehr windige Gegend ist da, gell? Eisernes Tor, Rufzeichen. So, aber wenn wir jetzt nicht zum Hohen Lindkogel wollen, wir folgen dem Wegweiser zum Eisernen Tor. Ach, die Blümchen lieben die Sonne in diesem lichterfluteten Wald. Da ist ein blaues Meer an Leberblümchen überall. Und nein, natürlich sind diese Primeln keine Leberblümchen, aber die sind auch hübsch. Sogar ein Bankerl, das was betriebsfertig ist. Mhm. Toll! Ja, und der Abzweigung da folgen wir nicht mehr dem gelben Weg, der in Richtung Eisernes Tor geht, sondern wir bleiben da auf diesem Waldsträßchen. Kommen wir hoffentlich bald auf ein Wieserl hinaus. Reicht's der Bella, gell? Naja, die Schuhe. Ja, naja, das ist ja der Sinn einer Regenerationstür, ist ja, sie nicht noch weiter zu ruinieren, sondern sie zu regenerieren. Ja. Über das Wieserl wären wir nach wenigen hundert Meter auf einen markierten Abstieg nach Maria Reisenmark gekommen. Doch wir hatten auf der Karte eine Abkürzung erspäht. Oder auch nicht. Ja, der alte Fahrweg ist so alt, dass da schon länger keiner mehr gefahren ist, gell? Da ist die Waldrebe zugange. Eindrucksvoll, hä? Da kannst du Hängematten bauen aus diesen Seilen und Hängebrücken. Schau mal. Schwingen. Bis ganz auf, siehst du das? Ja. Da hat es der Förster mit Lerchen probiert. Ob das wohl von Erfolg gekrönt sein wird? Alles gut? Ausgerutscht war ich. Ja. War ist erlaubt. Ja, die einzige Markierung, die ihr da folgen könnt, ist Pferdeäpfel und die Hufeisensymbole am Baum. Ja, ich darf da so drüber steigen, schau mal. Ja, so lange Füße habe ich ja nicht. Schau, was da für interessante kleine Einhöhlungen sind da oben. Obwohl landschaftlich durchaus okay, kann ich diesen Abstieg niemandem empfehlen. Und warum, werdet ihr gleich sehen. Der alte Lerche ist komplett mit Efeu bewachsen. Schau mal da. Ja, da siehst du von der Lerche gar nichts mehr. Ja. Ja, da unten könnte ein Gestüt sein. Möglicherweise sind da die Urheber der Pferdeäpfel daheim. Privatwegdurchgang verboten. Moment. Da hätten wir gleich oben umgehen können. Ja. Ja, Privatwegdurchgang verboten. Ist leider auf der Karte natürlich nirgends kenntlich gemacht. Wir können nicht wie ursprünglich geplant die Tour abkürzen. Im Gegenteil, wir haben jetzt sogar einen kurzen Gegenanstieg. Wo von da oben ein kleiner Steig einmündet, geht
Da Abzweigung hinunter nach Maria Reisenmarkt. Genau von dort oben hätte ich ursprünglich geplant zu kommen. Und nachdem der Bella gesagt hat, naja, jetzt ist es aber doch schon lang, wo es vielleicht noch 600 Meter weiter gewesen waren, habe ich mich dazu hinreisen lassen, weil ich da unten eine Abkürzung vermutet habe. Und diese Abkürzung, so wie es in der Karte eingezeichnet ist, existiert für uns nicht. Das ist nämlich strengstens verboten. Das ist die Pfarrer-Karl-Beer-Ruhe. An dieser Stelle empfiehlt sich der Abstieg nach rechts Richtung Nordwesten, um die folgende Ehrenrunde auf Asphalt zu vermeiden. Ja, so kann es laufen, wenn man zu flexibel sein will. Dann steht man vor einem blöden Schild und hat mehr zu gehen, als man ursprünglich vorgehabt hat. Ah ja, ein geheimnisvoller Mechanismus. Das ist eine Straße. Das ist eine Straße, ja. Du müsstest lange Angst haben, wenn es da vor mir davon läuft. Ja, in Maria Reisenmarkt folgt man jetzt berühmten Wegen 01 und 06. Schaut der Meierhof, Meierling, dort wollen wir hin. Wer die Tour nachgehen will, sollte sich an der Alternativroute in den Einblendungen halten. Der Rückweg vom Maria Reisenmarkt über Nordalpen und Mariazellerweg ist durchaus hübsch und der lädierte Fuß hat auch Ruhe gegeben. Aber da die Bischofsmütze anschaut, den kleinen Buckel da drüben, schaut das gar nicht so spektakulär aus. Ja, sehr, sehr windig ist es jetzt geworden. Überall ist mit Retten verboten, strengstens verboten. Ist das schon aufgefallen? Aber wenn aus unserer Abkürzung leider nichts geworden ist, ich hoffe, meine Tipps zu einer Regenerationstour waren auch dann nützlich, wenn du nie in der Gegend kommst. Und falls dir dazu noch was einfällt, schreib's mal gerne in die Kommentare. Auch wieder ein zugiges Bankerl. Ja, gemein, gell? Und die Sonne war was geworden, gell? Die Sonne ist unmotiviert. Meierling, Heiligenkreuz, Sittendorf. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, wir haben die Tour geschafft, bevor die Tour uns geschafft hat. Ja, inzwischen ist der Parkplatz gar nicht mehr so leer wie am Anfang, gell? Da waren wir die Ersten, aber nicht mehr. Ja, lieber Bella, wie hat dann die Tour so gefallen? He? Ja, die Bischofsmütze ist sehr schön. Ja, aber nur die, gell? Das, was wir sie verkoffert haben, ist weniger schön gewesen. Das war leider einfacher, das heißt also oben bei der Abzweigung vielleicht doch eher noch links den gelben Markierungen folgen. Da hat man dann nämlich den schöneren Weg. Der Allanderweg mit 8 ist angeschrieben und damit hast du nur mehr eben flatt dabei. Und ich bin Bettler. Und vielleicht sehen wir es mal bei einer anderen Tour, auf der nichts schief geht.